Herzlich willkommen zum Aufstiegsspiel Level 9. Tja, ich muss sagen, ich spiele hier gerade ein paar Spiele am Stück und es läuft, es läuft. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also der Druide funktioniert echt super. Der Link zum Druiden natürlich wie immer in der Beschreibung oder halt auch links an der Seite jetzt irgendwie, ne? Da steht ja auch die Deckliste. So. Gegen einen Schurken. Ich muss sagen, ich habe schon gegen ein paar Legend-Spieler gespielt. Also jetzt nicht Legend im Sinne von jetzt Legend, sondern im Sinne von letzte Season Legend. Zweimal anregen. Ich teste es einfach mal. Es kann natürlich auch gewaltig in die Hose gehen. Wenn ich jetzt gleich einen dicken Diener rauslege und dann macht er mir den weg. Deswegen werde ich es wahrscheinlich zweimal clever benutzen. Einmal jetzt. Und vielleicht irgendwann später noch. Anregen ist nie verkehrt. Wenn man denn auch die Diener hat, um sie zu benutzen. Okay, den 4er Schaden ausweiten hat er schon mal weg. Er hat ja noch die Coin. Ich spiele jetzt mal nicht die Münze aus, weil es hätte ich ja einen Mana-Kristall zu viel benutzt, das wäre ja doof. Lieber nächste Runde Zorn und den Yeti spielen. Oder Prankenhieb und Zorn. Mal sehen. Ja, werde ich das auch direkt so machen, denke ich. Ich bekomme den Diener weg und direkt einen Card Draw. Und direkt einen Zorn hinterher. Er hat noch die Coin auf der Hand, er hat jetzt 7 Karten. Das ist natürlich eine Menge. Ich müsste jetzt ja. Ich müsste jetzt Pflege bekommen. Okay, aber zweimal ausweiten sie weg. Das sind seine Hauptangriffe. Jetzt hat er noch Attentat hätte er noch. Aber nichtsdestotrotz, ich liege 2 Karten zurück. Könnte sich ja mit einer Pflege ändern. Nächste Runde könnten wir natürlich Rage spielen. Je nachdem, was er jetzt aufs Board bringt. Okay, er bringt eine Waffe aufs Board, wird noch Gift draufhauen. Und er macht meinen Diener weg. Das ist okay. Ne, noch ein Mana-Kristall kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. So, und ich hoffe, er geht voll auf ihn. In dem Fall wäre es besser gewesen. Aber so muss er auch erstmal meinen wegmachen, außer er hat Attentat natürlich, dann ist mein Diener natürlich direkt weg. Hat er wahrscheinlich Kopfnuss. Das ist auch okay. Die Bruderschaft wird siegen. Jetzt Pflege wäre super. Nein, natürlich nicht.
Okay, also ich muss sagen, mittlerweile, er hat zwar noch die 10 Schaden als Waffe. Spotter wäre jetzt natürlich nicht verkehrt. Natürlich nichts von beiden, dann spiele ich nochmal Ragnaros. Jetzt könnte natürlich direkt 9 Schaden machen. Er packt den Yeti aus. Aha. Okay, er will nur sicher gehen, dass da viele Diener sind. Jetzt die Frage, mache ich mir einen zweiten Raggi? Ich kann mir eigentlich beides machen, oder? Ein Spotter. Und ein zweiter Raggi. Die Frage ist nur, ob ich danach noch lebe. Ja, hat er natürlich Glück gehabt, dass er den gerade bekommen hat, aber es ist halt so. Manchmal verliert man halt auch. Schade, schade. Aber man kann nicht immer gewinnen. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald. Herzlich willkommen zurück. Ja. Wir befinden uns im Aufstiegsspiel zu Level 9. Nach Level 9 hin. Oder wie geht's noch asiger? In Level 9 rein. Wie dem auch sei, ich bin davon überzeugt, dass wir es jetzt schaffen. Und wir spielen gegen einen Druiden. Ja. Grundsätzlich finde ich Druide gegen Druide ziemlich stark. Also für mich. Und wir mal sehen, wie es jetzt läuft. So. Wir haben Coin, wir können erste Runde Yeti spielen. Das machen wir dann natürlich auch. Zweite Runde spielen wir dann Wildwachs, Wuchs. Also eigentlich, einen besseren Start kann man eigentlich gar nicht haben. Den Yeti spielen. Der Druide hat kein Hard Removal. Das bedeutet, er spielt jetzt... Ja. Also die 4 Schaden bekommt er auf jeden Fall. Oh, okay, er macht sogar 3. Ich hätte jetzt gedacht, dass er zumindest ein Card Draw will. Und wir haben Pflege, das ist natürlich perfekt. Ernte Golem. Achso, deswegen hat er es gemacht. Das ist auch okay. Wir nutzen nochmal die Chance und machen nochmal Schaden. Wir können nächste Runde den Druiden der Klaue spielen oder Pflege. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Solange wir Karten spielen können, brauche ich ja Pflege nicht spielen. Spot und nächste Runde. Okay, der Start sieht schon mal ziemlich stark aus für uns. Wir haben noch Sternfeuer, Prankenhieb, Pflege, Uhrturm des Krieges, alles. Sehr, sehr starke Karten. Ja. Und er musste natürlich einen Prankenhieb benutzen. Das ist auch okay. So, jetzt natürlich, was machen wir? Wir können keinen 7er spielen, wir können kein 2er spielen. Dann ziehen wir natürlich die 3 Karten. Warum auch nicht? Eine Karte habe ich nicht dabei. Von daher können wir weiter drücken.
Wir haben Rankenhieb und Sternfeuer. Wenn er jetzt noch ein Einser spielt, dann mache ich lieber Prankenhieb. Ansonsten mache ich den Mutturm des Krieges natürlich. Mit Spott, wie immer. Wobei, wenn so ein 10er Angriff durchkommt, ist natürlich auch perfekt. Und eigentlich könnte man das gegen, ja, gegen Druiden. Ich glaube, ich ganz gut machen, oder? Ich weiß nicht, also... Okay, 4 Schaden macht er jetzt. 7 Schaden. Aber er hat damn viele Sachen benutzt. Und nochmal Zorn für 3. Das war sehr gut. Also er hat richtig, richtig viele Karten benutzt, um mich umzubringen. Das ist auch so gedacht gewesen. Wir haben noch einen weiteren Spotter wieder draußen. Und nun bin ich mal gespannt, wie er reagiert. Vom Card-Draw bin ich ein bisschen vor ihm, jetzt nicht mehr. Aber ich habe ihn ja auch noch zur Not. Wir machen einmal. Dann holen wir uns den Card-Draw noch. Und sonst holen wir uns nochmal den Card-Draw. Ja, ich habe richtig starke Karten noch auf der Hand. Ich habe allein 8 plus 5 sind 13 Schaden, die ich casten kann quasi. Ja, da muss er jetzt schon eine Menge entgegenbringen. Er muss ja auch auf jeden Fall reagieren jetzt auf meine beiden. Bin ich mal gespannt. Blutruf ist okay, aber so, jetzt muss ich mal überlegen, also wenn, dann eh nicht, eh keinen von mir kopieren. Und Prankenhieb, ja, das war's mit dem Aufstieg. Wir befinden uns in Level 9 und ich kann als kurze Zwischenbilanz sagen, ich habe jetzt genau 62 Matches gewonnen und ...40 verloren. Also ich bin in einer guten, positiven Bilanz. Jawohl! Danke fürs Zuschauen, denkt dran, votet mein Deck und sonst bis bald. Auf Wiedersehen.